Herzlich willkommen zu unserem kleinen virtuellen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung Werbewelten in der Villa Erkens. Leider bleiben die Türen des Museums der Niederrheinischen Seele vorerst geschlossen, doch wir geben euch einige Einblicke in interessante Stadtgeschichten. Es begann mit der Zuckerrübe. Im Jahr 1867 gründeten die beiden Vettern Arthur und Julius vom Rath aus Köln die Elsener Zuckerfabrik an der Reiterstraße. Über 60 Jahre wurde unter verschiedenen Eigentümern, der Firma Wehrhahn und schließlich der Kölner Firma Pfeiffer und Langen, der süße niederrheinische Bodenschatz, der Beta vulgaris, in der jährlichen Rübenkampagne verarbeitet. Zwischen September und Dezember und manchmal auch bis Januar brachten die Landwirte die Feldfrucht zur Verarbeitung in die Elsener Zuckerfabrik. Eine Kleinbahn, die eigens zur Ernte montiert wurde, sorgte für den Transport. Doch im Jahr 1931 erfolgte die Schließung der Fabrik. Wenig später siedelte die ursprünglich 1924 in Potsdam gegründete Firma Grönland GmbH aus Düsseldorf an die Reiterstraße um. Ursprünglich auf die Herstellung von Speiseeis spezialisiert, kam bereits während des Krieges neben Obst- und Gemüsekonserven der Bereich Tiefkühlkost hinzu. 1943 war Grönland eine der ersten Firmen in Deutschland, die Tiefkühlobst und Gemüse herstellten. Ende der 1950er Jahre schließlich zählte das Unternehmen zum viertgrößten in Grevenbroich. Die Verarbeitung erntefrischer Ware war ein Saisongeschäft, das vor allem ab den 1960er Jahren mehr und mehr in den Händen angeworbener Arbeiterinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien und vor allem Spanien lag, die mehr als 70% der Belegschaft ausmachten. Rund 300 bis 400 Kräfte arbeiteten in der Hauptproduktionszeit und verarbeiteten Frischware aus der Region, aber auch aus dem europäischen Ausland. Zu Anfang der 1970er Jahre machte der Anteil an Tiefkühlkost bereits rund 30% aus. Die Tore der Fabrik, die als Greviga seit 1973 am Markt bekannt war, schlossen sich endgültig zum Jahr 1978. Damit endete die Geschichte der industriellen Nutzung an der Reiterstraße. Ab 1982 erwarb schließlich die Stadt Grevenbroich das Gelände und entwickelte dort das auch heute noch als Grönlandviertel bekannte Wohngebiet mit seinen Freizeitanlagen. Die Zeiten des sympathischen kleinen Grönland-Maskottchens waren damit vorbei.